Der Schmidt vom Küstbechert in seiner ersten Begegnung. Viele Unsicherheiten auf beiden Seiten. Möglich, dass beide Spieler noch nicht beide gespielt sind. Hier agiert das Doppel aus Unter Asbach mit Zwingel Pfannenmüller. Das Spiel von Gerd Schmidt ist mittlerweile besser geworden. Nach einem Rückstand von 0:7 konnte er den ersten Satz doch noch mit 21:17 gewinnen. Immer dann, wenn die Kamera dabei ist, läuft gar nichts. Erneut ein Spiel mit sehr vielen, sehr leichten Fehlern. Nach einem 17:13 Rückstand steht es nun 19:17 für den Gegner von Gerd. Ja.
ein endlich mal furioser Ballwechsel zum 19-18. 19 Beite. Scheiße! 20-19. Satzball gegen Gert. Nach diesem verschlagenen Elfmeter 20 Beide. Und Netz raus. Ein zweiter Satzball gegen Gert. Und dritter Satz. Zu Beginn des dritten Satzes hat Gert zunächst einmal von den 5 Aufschlägen seines Gegners die 4 leichten verschlagen und nur den schwierigen sicher zurückgebracht und einen Punkt verrückt gemacht. Bis zum Seitenwechsel konnte er 10-9 knapp in Führung gehen. Beide Kontrahenten haben sehr große Probleme mit den Aufschlägen ihres Gegners, obwohl zumindest Gert Schmidt über die harmlosesten B-Klassen-Aufschläge mittelstarkens verfügt,